Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Punta Cana All You Can See. Willkommen zurück in der Dominikanischen Republik. Wir sind wieder in einem Hotel. Und zwar sind wir heute in Cabeza de Toro im Sunscape Coco. Das war mal das Be Live. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, aber jetzt bin ich nicht im Be Live, sondern im Sunscape Coco. Und wir schauen uns das Hotel heute an. Los geht's! Ja, jetzt im Mai 2024 könnt ihr einen Tagespass im Sunscape Coco für, ich glaube, waren $39 kaufen. Dafür könnt ihr von morgens um 10 bis um 5 im Hotel bleiben, die Restaurants benutzen, den Strand, die Liegen und Handtücher gibt es auch. Das hier ist das Windows, das Hauptbuffet-Restaurant. Da kann man drinnen oder draußen sitzen. Es ist ja ziemlich groß und es ist wirklich Nebensaison. Es war fast nichts los im Hotel. Es gibt frische Säfte, die werden vor einem auch zubereitet. Da kann man zugucken. Gleich daneben ist auch das frische Obst. So, und jetzt gehen wir los und gucken, was es zum Frühstück gibt. Ich zeig's euch. Vom Hauptrestaurant, dem Windows, zum Pool ist es wirklich nur ein Katzensprung. Nebensaison hat natürlich den Vorteil, dass viele, viele, viele Liegen frei sind. Und man sich aussuchen kann, wo man liegt. Und auch im Pool war reichlich Platz. Das hier ist der Hauptpool. Der hat natürlich auch eine Swim-Up-Bar. Es gibt noch mehr Pools, aber dazu später. Mir haben diese flachen Eingänge in den Pool besonders gut gefallen, wo man langsam reingehen kann und auch gemütlich drauf sitzen. Für die Sportlichen unter euch gibt es Animation. Hier gibt es gerade Wassergymnastik. Das ist die Bar, die zum Theater gehört. Da war jetzt noch nichts los. Aber hier könnt ihr noch mal auf den Pool schauen. So sieht er von oben aus. Alle Gäste total relaxed. Und hier noch mal die Poolbar.
Sunscape Coco Punta Cana. Hier ist das Theater. Das ist auch direkt am Pool. Draußen. Ein kleiner Rundblick. Pool. Hier war die Theaterbar, das Theater. Und jetzt gehen wir mal hier in diese Gebäude rein, schauen, wo es dahin geht. Der Sun Club hier nur für Erwachsene ist da, wo auch vorher beim Be Live das Erwachsenenabteil, die Erwachsenenzimmer waren. Keine Veränderung hier. Weiter geht's zum Strand. Mal schauen, wie es da aussieht. Aber nicht ohne einen Stopp vorher hier an der Coconuts Beach Bar. Der Beach Bar war gerade das Wasser ausgegangen, aber das gab es nur ein paar Schritte weiter an der nächsten Bar. Auch hier ist Seegras angekommen am Strand in Cabeza de Toro am Sunscape de Coco. Wir haben eine Barriere draußen und erstaunlicherweise hält die Tatsache ganz schön was ab. Hier der Exclusive-Teil oder besser gesagt der nur für Erwachsene. Die haben das in der gleichen Ecke behalten, wie es auch das Be Live hatte. Be Live Punta Cana hatte ja auch Adults Only, nur für Erwachsene auf dieser Seite. Das Meer scheint mir hier immer wesentlich ruhiger zu sein als woanders. Ich bilde mir ein, dass es war da hinten das Riff, die Kraft aus den Wellen nimmt und die dann hier nur noch so angeschippert kommen. Was es natürlich für Familien mit kleineren Kindern hier sehr angenehm macht. Die haben meistens hier fast keine Wellen oder so wenig wie heute. Wir haben allerdings auch immer ein bisschen mehr Seegras hier in der Ecke, in Cabeza de Toro. Aber wie ihr seht, funktioniert ihre Barriere, die sie da gebaut haben. Zoom mal ein bisschen ran. Die funktioniert ziemlich gut. Da ist alles dahinter der Barriere. So, laufen wir mal noch ein bisschen übers Gelände. Hier ist wieder der Pool. Hier beim Pool gibt es noch verschiedene Restaurants. Hier ist das Sunnyside, wo man auch zum Mittagessen hingehen kann, wenn man gerne am Strand essen möchte. Blue Water Grill, der hat erst abends offen. Und hier gleich daneben in dem Gang, da gibt es auch Snacks, da gibt es hier Hot Dogs, kann man sich bestellen. Da gibt es Salat, fertige Sandwiches und natürlich Pizza. Hier ist auch noch ein Spezialitätenrestaurant für Abend. Und ich mache mich aber auf den Weg ins Windows.
wieder zum Hauptbuffet-Restaurant zum Mittagessen. Hier gibt es auch einiges an Auswahl. Mit Reis, Kartoffeln, Gemüse, Fleisch. Hier gibt es Muscheln oder Seafood, Meeresfrüchte. Frische Station, wo man sich grillen lassen kann, was man gerne möchte an Fleisch. Mexikanisch. Noch mehr Reis mit verschiedenem Gemüse, Soße, Fleisch. Auch Kaltes gibt es, Salat zum selber zusammenstellen. Und hier ist auch eine frische Station, wo einem Nudeln gemacht werden mit der Soße, die man sich selber zusammenstellen kann. Ja, die werden dann frisch gekocht und kommen dann heiß auf den Tisch. Natürlich gibt es auch ein Nachtischbuffet. Habe ich extra für euch ausprobiert, war sehr lecker. Und dann bin ich noch nach nebenan ins Coco Café und habe da noch einen Cappuccino getrunken. Da kann man übrigens auch dann noch sich Süßes dazu bestellen oder auch schon fertiges Sandwich. Das Hauptbuffet hier, das Windows. Und dann gleich daneben Unwind, Chopsticks, Le Petit Chef, Da Mario, die Spezialitätenrestaurants, die ihr für abends buchen könnt. It's about to go down. Keep it moving all night. Can you hear the sound? Set the pace 'cause it's time. Make you believe you're amazing. It's your world, it's your time. Do your thing, just shake it. Put it on the line. Shake, shake, shake it for me. Take, take, take the moment. Break, break, break the mold. Ja, der Kinderclub ist umgezogen. Die waren ja direkt am Pool. Und ich sehe zwar jetzt hier nur den Wasserpark, aber es heißt, dass der Kidsclub hier auch irgendwo ist. Macht ja auch Sinn. So, der Kinderclub, der ist jetzt hierher gezogen, wo früher das Fitnessstudio drin war, der Explorer Club. Ganz schön groß. Im Augenblick sind nicht viele Kinder da, deswegen ist hier auch niemand. Außerdem ist es auch gerade mittags sehr heiß. Und der Fitnessclub, der ist jetzt da oben drin. Müssen wir schon mal gleich Treppen steigen. Erste Fitness schon, bevor man überhaupt ankommt. So, jetzt wissen wir das auch. Ich habe mich schon gewundert, wo ist der Kids Club?
die Pools hier um die Rutsche rum. Das muss mir mal einer erklären. Ich bin die Einzigste hier. Also ich würde hier mein Zimmer haben wollen. Mein Privatpool mit Rutsche. Und dahinter noch mehr Pools, wo auch niemand ist. Da sehe ich ja Block 15, Block 14, Block 13. Also okay, das wäre meine Gegend, wenn ich hier mal irgendwie über Nacht bleibe. Ja, das war es hier heute von mir, von Punta Cana Olikensi in Cabeza de Toro Sunscape Coco, das ehemalige Be Live. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein bisschen Informationen gegeben. Wenn euch es gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Abonniert den Kanal und schaut rein in die Playlist auf jeden Fall. Viele Hotels, Strände, Restaurants, alles, was man so wissen kann, wenn man nach Punta Cana in den Urlaub kommt oder in die Dominikanische Republik. Es gibt auch andere Videos, auch für Individualreisende. Schaut einfach rein. Schaut euch an, was euch interessiert. Und ich sehe euch hier wieder nächste Woche mit dem nächsten Video. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana. La casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, la casa de la bachata.